Heute gehe ich den Ausrüster in Eschwege besuchen. Hallo, hier ist der Ralf von Jodeland. Ich bin hier heute beim Ausrüster in Eschwege. Der Kaspar hat mich eingeladen, auf meiner Fahrt nach Martinfeld mit dem Robur hier bei ihm vorbeizuschauen und mir einfach mal zu gucken, was du hier so alles tust. Freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Ich habe schon eine kleine Führung durch die Lade gekriegt. Da müsst ihr selber kommen, wenn ihr euch das alles angucken wollt. Kaspar zeigt euch gern sein vielfältiges Sortiment. Wir haben eine andere Kleinigkeit jetzt vor hier. Aber Kaspar, erzähl doch erstmal von dir kurz. Wie kommst du zum Ausrüster? Ja, mein Vater ist das Urgestein bei uns. Der hat 1977 mit einem kleinen Messerladen angefangen, Outdoor-Artikel zu verkaufen, aber auch recht schnell einen wirklich kleinen, schmucken Pfadfinder-Shop draus zu machen. Und das ist mit der Zeit immer weiter gewachsen. 40 Jahre später habe ich den Laden übernommen, 2017. Es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Wir betreuen einige Pfadfinderbünde exklusiv. Die größeren sind der BDP, der Ring Evangelische Gemeinde Pfadfinder, der Deutsche Pfadfinderbund, Deutsche Pfadfinderbund Hamburg, Pfadfinderbund Nord und so weiter und so fort. Das macht uns sehr, sehr viel Spaß, fordert uns aber auch. Und dann setzen wir Projekte um, die mir persönlich richtig viel Spaß machen. Und das ist der Fahrtenbär. Und da kommen wir jetzt gleich mal zu, wa? Ja, das ist ja der Grund, warum ich hier bin. Der Fahrtenbär ist ein sehr spannendes Thema, finde ich. Also gerade auch, wenn man hier in den Hintergrund reinguckt, da stehen Modelle aus vielen Jahrzehnten. Angefangen vom alten Schweizer Affe bis zu dem ganz neuen Modell, was du entwickelt hast. Und da würde ich mich freuen, wenn du uns einfach ein bisschen was dazu erzählst. Sehr gern. Ja, ihr seht hier unterschiedliche Generationen von Fahrtenbären. Ich möchte aber mit dem sogenannten Schweizer Affen anfangen. Der war jahrelang quasi der gute Rucksack der bündischen Pfadfinderei. Ihr seht, aus viel Leder, aus viel Fell und innen drin ist ein Holzgestänger. Die einen haben sich aus der Kotenbahn eine Schlafsackrolle gemacht, befestigt mit den Bändern. Der andere gerne auch mal mit dem Poncho. Das kleine Problem bei dem Affen war tatsächlich immer die Rückseite. Wir haben hier zwei relativ schmale Riemen, die man klar noch mit dem Polster ein bisschen weicher machen konnte, aber wirklich bequem, wenn wir ehrlich sind, war das selten. Auch diese zwei Stempel hier unten. Ich habe irgendwo mal an einem Lagerfeuer aufgeschnappt, dass der Schweizer Soldat, und es war ein Soldatenrucksack, tatsächlich mit diesem Affen wenig gewandert ist. Der wurde auf dem Eselskarren oder Pferdekarren oder später dann mit einem LKW von A nach B befördert. Der Soldat ist nebenher gewandert, aber wirklich getragen hat er ihn nur vom LKW bis zum Zelt. Und ja, wir Pfadfinder, ich selber auch, das ist mein eigener Affe, haben ihn dann tatsächlich für durchaus auch 3 Wochenfahrten, Großfahrten verwendet. Und das fand der Pfadfinderbund Nord durchaus schon schwierig. Die haben sich dann vor ca. 20 Jahren was überlegt. Kann man denn diesen Rucksack, das ist ja ein Rucksack, irgendwie noch anders umsetzen vom Eigengewicht, wenn man auf Leder verzichtet, wenn man auf Fell verzichtet, vielleicht ein bisschen leichter, aber immer noch das Ursprüngliche in seiner Form erhalten. Das haben sie gemacht, das war dieses Modell hier, wurde jahrelang in Görlitz selbst hergestellt und er war eine deutliche Verbesserung. Zum einen, er ist ein bisschen größer geworden. Das spielte vielen in die Hände. Wenn ihr es noch vielleicht im Hinterkopf habt, der Fahrtenbär geht ungefähr bis hier. Und er hat so ein paar Sachen schon extra bekommen. Zum Beispiel diese Schließe. Damit kann man dann viel besser auch hier vorne noch was vormachen. Dieses Kreuz, wir nennen es Kreuz, ich mache das mal kurz hier oben ab, eignet sich dann, ihr seht es auch schon dafür, um zum Beispiel ein Essgeschirr, ein Zusatztäschchen oder ähnliches vorzumachen.
vor ungefähr 4 Jahren wurden wir ein bisschen überrascht, denn die Produktion wurde ersatzlos eingestellt. Die Firma, der Inhaber ist einfach in Ruhestand gegangen. Ich habe dann tatsächlich mir überlegt, dass das nicht das Ende sein darf von dem eigentlichen Fadenbär. Wir haben unterschiedliche Rucksackhersteller angeschrieben, namhafte Deutsche, zum Beispiel Tatonka, zum Beispiel Deuter, aber auch einen tschechischen Armeehersteller, Rucksackhersteller, dessen Namen ich leider nicht verraten darf. Die erste Evolutionsstufe hat tatsächlich hier am Rückentragesystem stattgefunden. Ich kann die Lasten von hier oben auf die Hüfte transferieren. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ist es noch ein sehr eingeschränktes Verstellsystem und ich kann die Lasten noch nicht so gut runter transferieren, denn hier in dem Hüftgurt fehlt sehr viel Stabilität. Böse Zungen sagen, ich bin mir immer unsicher, ob das stimmt, dass tatsächlich die Firma, die diesen Fadenbär hergestellt hatte, nicht mehr Rückensystem konnte. Deswegen haben wir, als er eingestellt wurde, uns an einen professionellen Rucksackhersteller gewandt. Dankeschön, Kasper, für deinen historischen Exkurs, wo der Fadenbär seine Wurzeln hat, wo er herkommt und wie so die Entwicklung angestoßen worden ist. Jetzt fände ich spannend, wenn du uns zeigst, wie der neue Fadenbär ausschaut. Jawohl, der neue Fadenbär. Jetzt gibt es ihn tatsächlich in 3 Größen. Es gibt einmal die sogenannte Slimline, etwas kleiner. Besonders gut vor allem für Damen, die ein etwas schmalere Taille haben, aber auch für Herren, die da nicht so breit gebaut sind. Aber auch von der Körpergröße für Kinder sehr, sehr gut geeignet. Dann gibt es die reguläre Variante. Die ist im Prinzip genauso groß wie das alte Modell. Und relativ neu, seit diesem Jahr, gibt es dann auch die sogenannte EL-Variante für Menschen, die größer sind als 1,85, 1,90. Alle 3 Produkte haben die gleiche Ausstattung, und zwar zu 100%. Sie unterscheiden sich nur in der Größe. Jetzt zeige ich euch einmal alles, was da so Schönes dran ist. Wir haben hier vorne eine Fronttasche. Ihr seht, wo wir die Idee her haben. Tatsächlich mit 2 Schließen, damit man vielleicht noch mal gerade was vorklemmen kann. Das Bänzel, was dabei ist, eignet sich dafür. Dann haben wir hier oben ein Karree. Da könnt ihr, ihr habt es vorhin gesehen, gerne was vormachen. Ein Essgeschirr, eine Holzschale, das Fell, die Julia, die Kotenbahn. Links und rechts gibt es eine Kompressionsmöglichkeit. Hier kann ich die Tasche verschließen. Auch hier unten, und das ist im Gegensatz zu dem alten Fadenbär neu, hier haben wir eine Steckschließe. Auch neu sind tatsächlich 6 Verbindungen um die sogenannte Schlafsackrolle dran zu befestigen. Früher gab es nur 4, die hier wurde ausgespart, das hat dazu geführt, dass das manchmal ein bisschen komisch ist. Darüber hinaus könnt ihr damit dann vielleicht auch noch mal eine Trinkflasche befestigen. Auf der Rückseite ist richtig viel passiert. Wir haben eine Einstellungsmöglichkeit, die exorbitant groß ist. Wir haben mit dem AirContact-Tragesystem von Deuter eine wirklich gute Lastverteilung von der Schulter in die Hüfte. Und das bringt einiges. Die Hüftflosse sollte am besten immer auf dem Hüftknochen sitzen. Ich kann es aber jederzeit auch für mich individuell anpassen. Auf der Hüftflosse haben wir noch 2 kleine Details. Rechts eine kleine Tasche und links eine Tasche. Darüber hinaus noch den Lastenverstellriemen. Wenn wir in den Fadenbär reinschauen, dann sehen wir erstmal, dass wir hier die Möglichkeit haben, schön von vorne zu B und zu entladen. Hier auch wieder 2 Steckschließen, die sich natürlich kompressieren lassen, aber auch schnell öffnen lassen. Dann 3
Verdeckungen. Und hier sind jetzt einfach ein paar Sachen von meiner letzten Fahrt drin. Abschließend können wir uns noch das Deckelfach von innen anschauen. Hier gibt es noch eine ziemlich große Einschubtasche für Kleinteile oder aber Wäsche, die man gerade nicht braucht. Auch das haben wir uns vom Schweizer Affen geholt. Einige der Modelle, die so bei den Pfadfindern geläufig sind, haben auch dieses Wäschefach. Ich danke euch. Ja, danke schön. Ich finde es sehr spannend. Und ich glaube, das ist jetzt richtig ein ausgewachsener Rucksack mit seinem Tragesystem, den man auch wirklich verwenden kann. Ich habe immer so meinen Bauchweh mit dem Affe, beziehungsweise Schulterweh, kann man eher sagen. Aber jetzt, bevor wir hier zum Schluss kommen, du hast noch ein Gimmick mitgebracht und das würde ich dann doch gern auch noch sehen. Ja, das zeige ich dir sehr gern. Wir sind am Überlegen, was kann man mit dem Karree hier oben noch gut machen. Klar, ein Essgeschirr oder ähnliches dran machen, aber ich fände ja noch eine kleine Zusatztasche praktisch. Das hier ist ein erster Entwurf. Das soll so ein bisschen die Tasche für alles werden. Mit dem Klettverschluss, klar, kann ich es an dem Karree hier festmachen, aber natürlich auch jederzeit an den Gürtel. Mit den Schließen und einem Riemen, den ich dabei habe, kann ich es auch als Umhängetasche verwenden. Und eine Sache fand ich total charmant als Gedanken, wenn hier vorne relativ genau eine sogenannte Klopapierrolle reinpasst, dann ist das genau die richtige Größe. Ihr seht, das Muster ist noch nicht perfekt. Aber vielleicht habt ihr auch noch ein paar Ideen, was so eine Tasche als eierlegende Wollmilchtasche können muss. Genau, das können wir uns einfach in die Kommentare unter reinschreiben. Der Kaspar freut sich tatsächlich über Anregungen. Ich denke, auch der Fadebär ist viel über Rückmeldung von euch entstanden. Und ich denke, man kann auch eure Wünsche, die jetzt in so einen Zusatz für diesen Rucksack reinfließen soll, gut noch mit einbringen in das Projekt. Ja, Kaspar, das fand ich jetzt sehr spannend mit dem Fadebär. Vor allen Dingen, ich bin ja eher der Skautist, habe wenig Erfahrung mit dem Affe, von daher mal so einen geschichtlichen Einblick zu kriegen, fand ich jetzt spannend. Ja, war schön bei dir zu sein. Ich sage Dankeschön. Super, du darfst sehr, sehr gerne jederzeit wiederkommen, auch kurzfristig. Wir freuen uns und ich glaube, das nächste Mal bin ich dann doch aber bei dir dran. Ja, genau. Rum. Eigentlich wolltest du ja zu mir kommen, ja, das dass wir in der Fadebär in der Jote vorstelle. Ja. Aber so war jetzt ich halt der Erste auf der Reise. Aber du bist herzlich gerne eingeladen, auch mal in der Jote bei uns vorbeizukommen. Danke. Ja, prima. Ciao. Tschüss.